Das Jugendtechnikhaus in Halsbrücke lud am 17.04. zum dritten Generationstechniktag, zum Fest der Macher, wie es treffend hieß. Natürlich war es nicht nur ein Tipp für sinnvolle Freizeitbeschäftigung für die Jugend, es war auch Werbung für die Jugendfeuerwehr, für das Technische Hilfswerk und auch für das Jugendrotkreuz. Und letztendlich konnte man Berufe testen. Ein Besuch lohnte sich auf jeden Fall. Da es bereits die dritte Generation des Techniktages war, fragten wir den Leiter des Jugendtechnikhauses, Nils Thiebel, wie sich diese Initiative entwickelte und wie viel Betriebe, Organisationen und Jugendfördereinrichtungen daran beteiligt sind. Also unsere Initiative geht dahin, dass wir Nachwuchsförderung für technische Berufe machen. Das sind ja alles Betriebe, die technische Ausbildung anbieten, die in unserer Region maßgeblich sind. Und wir wollen halt erreichen, dass dieses Engagement, dieser Geist, dieses Schöpfertum, um was zu herzustellen, was zu bauen, was mit Händen Arbeit zu schaffen, wollen wir erreichen, dass das ankommt, dass das diese Feuer, dass die Kinder überall Feuer fangen für sowas. Wie man mittels Galvanotechnik Plaste verkupfert, das demonstrierte Frau Christine Vollstedt. Wir beschichten Kunststoffteile für die Automobilindustrie, die im Autoinnenbereich verbaut werden. Also hauptsächlich sind das Türgriffe. Es wird verkupfert, es wird vernickelt und letzten Endes kommt eine hauchdünne Chromschicht drauf, die man dann auch sieht. In der Kinderbastelausstellung führten die Kinder und Jugendlichen ihre selbstgefertigten Modelle vor. Also die Kerze erwärmt die Luft in dem Reagenzglas hier. Die Luft dehnt sich aus und dadurch müsste sich hier die Spritze füllen und vergrößern. Wenn der Hebel dann erreicht ist, rollen die Kugeln hervor, kühlen die Luft wieder ab. Dadurch zieht sich der Kolben wieder zusammen und sie rollen wieder zurück. In der Lehrwerkstatt von Alktech erläuterte Patrick Stelzer, wie mittels Feinguss ein Kopf für einen Pkw-Motor entsteht. Wir stellen die Form selber her, halt nach Kundenwunsch. Sie wird gefertigt, bearbeitet, fertig, zum Einbau schon, dass der Kunde den Zylinder oder beziehungsweise das Zylindergehäuse halt gleich einbauen kann. Zu Gast war auch die Grüne Schule Grenzenlos. Hier wurden Brut- und Beobachtungskästen für Kinder gebaut. Im Freigelände konnte man Demonstrationsmodelle alternativer Energieerzeugung anschauen, so auch das Modell eines Pumpspeicherwerkes zur Speicherung von Solarenergie. Das ist ja das große Problem, wie man heutzutage Energie speichern will, so große Mengen. Und das ist schon eine gute Methode auf jeden Fall. Ja.